Ich habe Halsschmerzen seit ein paar Tagen. Mein Magen macht auch Probleme und ich glaube, meine Drüsen sind geschwollen. St. Nikolaus? Der Schutzpatron der Kinder. Und der Seefahrer, Bäcker, Kaufleute, Prostituierten und Verbrecher. Hm, der Typ ist immer schwer beschäftigt. Oder karrieregeil. Und auf? Sagen Sie A. A. Sie haben Strep. Ist das ansteckend? Die ersten 24 Stunden nach Behandlungsbeginn mit Antibiotika. Sehr ansteckend? Nehmen Sie einen Tag frei. Kann ich nicht. Für den Zuhälter bekommen Sie einen Attest. Wen meinen Sie damit? Sie machen einen AIDS-Test alle 3 Monate und tragen diese Kette. Prostituierte tragen religiöse Symbole? Ich denke, sie knien nur gern. Sie haben nicht die Haut eines Seemanns, die Finger eines Bäckers, die Kleidung einer Kauffrau noch das Benehmen eines Ex-Knackis. Also, was kann da noch sein? Eigentlich noch 2 Dinge. Aber da ich kein Kind mehr bin... Einerseits gehören Sie ins Bett. Andererseits hatte ich Schonung verordnet, also verstehe ich Ihr Dilemma. Ich glaube, Schonung ist nicht das Problem. Können Streptokokken das hier verursachen? Trippaditra. Nein, ich war sofort beim Gynäkologen. Er meinte, an den Lippen habe ich nichts. Wollen Sie sie noch ansehen? Ich spare mein Taschengeld für ein Red Rider Luftgewehr. Dunklerer Lippenstift? Ich habe keinen aufgelegt. Weiß Ihre Mutter, was Sie da tun? Ist nicht so wichtig. Reine Neugier. Ich muss ihr nicht das Herz brechen, nur damit ich mich anständig fühle. Ist ein Esel involviert? Das frage ich nicht aus Neugier. Ich muss es wissen. Es ist ein Esel oder ein Muli? Ich verwechsel sie immer. Das Lächeln ist ziemlich zweideutig. Ich wette, der Esel könnte es noch versauter. Wollen Sie wissen, wie das geht? Nein, das ist mein Job. Ectyma contagiosum. Jeder Kontakt kann Ausschläge verursachen. Grippesymptome, Angina. Hatten Sie vielleicht näheren Kontakt? Okay, eine antibiotische Creme für Sie und Lümmeltüten für Francis. Sie kommen wieder in Ordnung. Kommen Sie doch mal hin. Es wird Ihnen sicher gefallen. Sorry, ich hasse Western.